Das wichtigste Zubehör bei der Verwendung von UAV. Batterie. Seien Sie vorsichtig während der Anwendung. Guter Schutz kann die Lebensdauer der Batterie verlängern. Wenn Sie nicht auf die Verwendung von Batterien achten, es besteht die Gefahr, die Maschine in die Luft zu sprengen. Nehmen Sie die beiden Batterien in meiner Hand als Beispiel. Obwohl das Aussehen der beiden Batterien nicht so unterschiedlich ist. Im Schnittstellenteil sind jedoch subtile Unterschiede zu erkennen. Der Batterieanschluss links ist intakt. Auf der rechten Seite kann man sehen, dass das Kupferblech verschoben und beschädigt ist. Der wichtige Grund für diese Situation ist die Nachlässigkeit im Anwendungsprozess. Obwohl die Beschädigung von Kupferblech den normalen Gebrauch nicht beeinträchtigt, aber im Laufe der Zeit gibt es versteckte Risiken. Bei Kurzschluss während des Fluges. Es verursacht den Unfall der Explosion der Maschine. Ich habe einige korrekte Methoden der Batterienutzung zusammengefasst. 1. Während des Ladens überprüfen, ob das Kupferblech der Batteriehaushälterin intakt ist. Wenn der Kupferstreifen fehlt oder schief ist, ändern Sie andere Ladeanschlüsse zum Laden. 2. Seien Sie vorsichtig beim Einsetzen und Trennen, um sicherzustellen, dass jede Schnittstelle korrekt mit dem Ladekupfer der Ladehaushälterin ausrichten kann. 3. Wenn die Batterie nicht in Gebrauch ist, bitte versuchen Sie es in die Tasche zu stecken. Vermeiden Sie Sand oder Fall. Schäden an Batterieausfällen. 4. Die aufladende Haushälterin muss das Kupfer schützen, wenn es platziert wird. Sobald das Kupferblech schräg in die Batterie eingelegt wird, es wird die Schnittstelle der Batterie komprimieren. Dadurch wird die Batterieschnittstelle beschädigt, wenn der Batteriemanager es platziert. Achten Sie darauf, auf die Art der Platzierung zu achten. Versuchen Sie, eine Seite des Kupferblechs nahe am Kissen des Rucksacks zu halten. Vermeiden Sie Schäden am Kupferblech durch anderes Zubehör. Dayangs Einzelbatterie verkauft sich zu einem hohen Preis und kann nicht repariert werden. Sobald die Schnittstelle beschädigt ist, der Austausch kann nur gegen eine Gebühr erfolgen. Also, ich hoffe, alle Benutzer können es vorsichtig verwenden. Das UAV überprüft sorgfältig die Batterie und Ladehaushälterin, bevor es versendet wird. Stellen Sie sicher, dass die von jedem Benutzer empfangene Maschine intakt ist.